Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir immer gleich aus Gilde Nummer 1. Jetzt ist mal wieder Rumble Time. Wir kämpfen gegen Animation Avengers. Kampf um Platz, also mit Matchmaking Ranking 67. Das ist gut. Und schauen wir mal, wo wir jetzt letzten Endes landen werden. So, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Der hat 84. Es war gut, dass ich es so rumgemacht habe. Sonst hätte ich nämlich jetzt ein Problem gehabt. So, und jetzt fliegt er mir zwar weg, aber ich habe den Teufel Bobby hier auf der 2. Und das sollte eigentlich erstmal ein ganz guter Start sein für mich, ja. Jetzt haben wir noch hier einen Peter. Klar wird mir hier vorne der Bildhauer Peter jetzt wieder wegfliegen. Das interessiert mich aber nicht wirklich, weil ich nämlich jetzt sowieso mit dem Teufel Bobby das Match gewonnen habe. So. Na, war jetzt ein bisschen viel Schaden, was ich einkassiert habe. Nicht gut. Kein guter Start. Macht nichts. Animation Avengers. Sehr, sehr nice. Fenice. 41, 47 sogar. Der hat 51. Na wunderbar. Komm, scheiß drauf. Voll auf Angriff und no risk, no fun. Ich habe auch hier diese Roger-Kombo mit der Serviettenkunst. Künstler Roger von eben. Gegen Fenice. So. Dann haben wir hier die Lila am Start. Ja, komm schon. Wurst. Ich wollte jetzt mir nicht die Karte angucken. Laggy. Laggy, boah, Alter. Oh, er hat die Karte gespielt. Das ist ja sensationell. So, 99. Weiter geht's. Noch 8 Matches zu spielen. Gegen Big Blue. Ja, ich. Wow. Das sind auch 40 mit einer Mauer sogar. Das hier sind aber 46. Und Big Blue wird mit allem auffahren, was er da hat, Sister. Nein. What? What? Alter, ist das dein Ernst? Okay, dann ist er halt jetzt weg. So, Flügelmutter Lila noch mit hinzu und damit haben wir dann das Ding hier gerockt. Gegen Big Blue. Big Blue. Thank you for a glatte 100. So. Nächstes Match. Na bam bim ba bam 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 bam
We happy, hier haben wir nur Luis und ja, komm. Der Bender am Start. So, jetzt heilen wir noch ein bisschen. Und die Heilung, wie ihr seht, kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Da kommt er tatsächlich hier mit einer Chicken Fight noch an. So, aber jetzt ist das Match auf jeden Fall gewonnen und habe auch noch einiges rausgeholt. Also 93 ist nicht das schlechteste Ergebnis. Sechshundertdreiunddreißig. Sauber. David A. 3054. Oh. Ja, da muss ich jetzt mit Cigarette Addicts ran. Und jeder, der Cigarette Addicts kennt, weiß, was jetzt passiert. Jetzt macht's kabuff. Dummy Fight käme leider nicht durch mit nur 8 Angriff gerade. Die Fashion Wrestling aber leider genauso wenig. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Roger hier nebendran. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt müsste ich eben durchkommen. Das war einfach nur, weil noch runtergekrippelt war. So, was machen wir jetzt hier raus? Hier raus machen wir jetzt auch noch einen Künstler Roger. Jetzt haben wir den schon mal da weg. Der war sehr, 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 sehr wichtig. Leider kommt mein Künstler-Roger jetzt aktuell nicht wirklich zum Zug. Ist ein bisschen frustrierend. Aber kann ich mit leben, aktuell zumindest noch. Jetzt müsste aber mal langsam die Kreissäge da ihren Geist aufgeben. Ja, jetzt wird es ein bisschen ärgerlich. Ja, jetzt muss hier was passieren. Da hinten kommt dieser Hank Hill Running Back noch zum Start. Und jetzt muss ich, jetzt, das war mein Gewinner, mein Matchwinner. David A. Ich habe noch den Push zur Seite. Jetzt hat er 70 Schaden sogar noch gemacht. Sind zwar nur 73 bei rausgekommen, aber immerhin habe ich dieses Match gewonnen. Und da bin ich ganz glücklich drüber. War jetzt ein ganz schöner Krampf, muss ich sagen. So, noch 5 Matches. So, El Nico. Ja, und da haben wir jetzt viel zur Auswahl. Vor allem da hinten den Buro Buedict. Und das wären 33. Das reicht aber leider nicht ganz. Deswegen mache ich es lieber anders. 13, 18, 7, 18, 20, 9. Wir spielen das jetzt lieber mal so. Kommen jetzt noch mit dem Bob raus. Ja, die 27er Bombe, die war jetzt hart, muss ich sagen. So, komme ich damit durch? Ich komme wieder nicht durch. Kann ich dann später noch pushen? Ich kann da noch pushen. Und dann sollte ich durchkommen. So, jetzt reicht's. Jetzt Blurns Ball und jetzt wird da oben der Wolkenmaler endlich den Geist aufgeben. Ja, er kann jetzt nichts mehr machen. Der Künstler Roger ist einfach zu stark dafür mit seiner Gasattacke. Da ist einfach nichts drin, El Nico. So, und 95 noch rausgeholt. Noch 4 Matches zu spielen. Ja, so wie es aussieht, knacken wir sogar 43k gegen diese Gilde.
Was schon ziemlich cool wäre. KT 2006 ist unser nächster Gegner. Jetzt habe ich hier lauter Charakterkarten und es geht gerade so weiter, wie es angefangen hat. Noch eine Charakterkarte und noch eine Charakterkarte. Juhu, wie sehr ich das in dem Spiel liebe. Zum Glück ist es ja nur eine Künstlerin Tina, die er da spielt und ich habe jetzt hier einen Gaga-Ball und der Gaga-Ball ist halt schon eine gewaltige Hausnummer, würde ich mal sagen. Und damit ist es unfassbar. Guckt euch das an, oder? Ich habe jetzt tatsächlich eine Pre-Combo bekommen, eine Support-Karte und ansonsten nur Charaktere. Und ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe genug Support-Karten im Deck. Und also es ist unfassbar. Naja, gut. Macht auch nichts. Manchmal ist das eben so. Da steckst du nicht drin. So, jetzt haben wir noch drei Matches. In so einem Spiel, in so einem Match, wo es wirklich, wo es klar ist, dass wir das gewinnen werden, da mache ich mir da keinen Kopf mehr. Da ist das jetzt gar nicht so schlimm. Aber wenn sowas dann natürlich passiert, wenn es um was geht, also wenn es wirklich eng ist, dann werde ich auch schon mal sehr, sehr stinkig, muss ich sagen. So, jetzt muss ich hier den Highschool-Bill erstmal in seine Schranken weisen. Der wird jetzt hier mal ganz gewaltig wegfliegen. Oh nö, 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 ich möchte jetzt noch nicht. Ich möchte erst noch ein bisschen hochheilen, Kollege. Dann machen wir es eben so. Das war jetzt ganz gut, dass die Tina weggeflogen ist da vorne. Weil jetzt müsste ich eigentlich das Match gewinnen und mit einer ziemlich guten, na, mit einer 100. Siehst du? Wäre die Tina jetzt noch am Leben geblieben, da hätte ich den Schaden von der Karte noch gehabt und dann hätte ich weniger Punkte aus dem Match rausgeholt. Deutlich viel weniger. Also insofern war ganz gut, dass die Tina weggeflogen ist, die Schlimme. So. Sehr, 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 sehr geil. Sehr, 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 sehr nice. Schönes Ergebnis, muss ich sagen. Sehr stark. So, dann haben wir den Ozek Man. Ja, jetzt habe ich hier viel Wrestling und einen Bildhauer. Und das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ehrlich wahr, du kommst. Das ist so unfassbar. Der kommt hier tatsächlich jetzt mit sowas angeschissen da. Wenn ich das gewusst hätte. Naja, gut, Ozek Man sah jetzt nicht wirklich stark aus, aber man muss immer aufpassen. Ja? 98 immerhin. Jo, nächstes Match. Noch eins haben wir offen und damit haben wir die 43k geknackt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und das bei einem solchen Matchup hier. Bei dieser Platzierung, das ist schon sehr, sehr nice. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt fange ich erstmal mit dem Bob an. Der hat scheinbar eh nicht so viel hier am Start. 44 hätte der und der hätte 41. Ich mache jetzt hier den Home-Ec-Teacher. Ja, und dann kommt er mir so, ne? Und dann kommt er mir so. Ja, super. Mit einem Stewie. Mit einem Stewie kommt er mir jetzt hier. Und dann wollen wir jetzt mal den Stewie mal schnell vernichten. So, jetzt kommen wir hier noch mit dem Bildhauer, Peter. Und jetzt nochmal mit einmal Kunst, bitte. Noch die nächste Pre-Combo gleich hinterher. Und dann haben wir auch dieses Match mit einer glatten 100 abgeschlossen. So, das war. Sie sind der Meinung, das war Spitze. Ja, mega geil. Gucken wir mal, wie es aussieht aktuell. Wir haben jetzt hier. Wie viele haben denn bei denen gekämpft? Ich glaube, 46 waren es gewesen. 46 haben bei denen gekämpft. Bei uns, schauen wir mal. Cuddly, eine glatte 1000. Dietronic, Ilguro. Ilguro, sage mal. Ja, sensationell. 989, Überraschung. Chris, 988. Jesse, 988. Natty Nate, 988. Ah, 980. Abdem, 978. Homer J, auch stark. 977. Lord Ado, 977. Tippy Colada, 976. Burger Boy, 975. Bounty.
975 Amir Palan, 974 Junkhead, 79 Apokalyptica, 99 Stromi, 977 Exame, 957 Edgar Santos, 956 Ernst K, 952 The King, 949 Dennis, 945 Manuel K, 945 Sonja, 939 Brian XD, 933 Michael, 931 Robert, 927 Ulrike K, 925 Runowski, 924 Der Pate, 921 Gecko Moria, 920 Teklis, 896 Spider, 893 Mimo, 890 Topdas, Manubaya, Kings, Krankus, Eat Fresh Food, Brownie, Alessio, Tularis, Gamer Guy, Oli Z, Thomas Cookie, Henny 82 und Huicho. Ja, geiles Match. Ich glaube, bei denen war auch einer, der hieß Spider, oder? Ich hatte gegen einen gekämpft. Da, Spider. Was heißt gekämpft? Gesehen, dass einer hieß mit Spider, richtig. Da habe ich mich nämlich noch gewundert und gedacht, Spider? Okay. Heißt ja genauso wie unsere. So, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.